Grüß Gott, liebe Aufrufer. Heute Freitag, 7. Oktober 2007. Berichte vom Tage hier aus Berlin. Die Medienlage aus soziologischer Verfärbung. Die Zeitung und die Echtzeitlage fasse ich mal zusammen auf das Wort der EZB, Europäische Zentralbank. Präsident, der jetzt in den Ruhestand abtreten wird, Jean-Claude Trichy. Trichy verliert seinen Verstand. Wir haben bereits in den vergangenen Tagen mehrfach Nachrufe gehört, die Trichy auf sich selbst gesprochen hat. Hat sich gepriesen als der traditionelle konservative Notenbänkler, der sich nicht in die Wirtschaft einmischt, der keine Staatsanleihen kauft, der Stabilität und Inflation im Auge hat. Das sind alles hohle, leere Sprüche gewesen. Die Tatsache ist, der Trichet, egal ob er jetzt letztlich verantwortlich ist oder ob Frau Dr. Merkel da reingeredet hat oder Herr Sarkozy, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass die EZB inzwischen Inflation verursacht hat, unverantwortliche Geldschwemme, die nicht durch Wirtschaftsleistung, nicht durch qualitatives Wachstum, nicht durch realwirtschaftliche Gegenwerte gedeckt sind. Das ist die Entwertung unseres Geldes und es ist im Grunde genommen ein Verbrechen an einem Vertrauensspiel, dass alle am Weltfinanzmarkt miteinander zusammenarbeitende Notenbanken und Finanzstaaten, also Volkswirtschaften, Vertrauensspiel, dass diese miteinander haben müssen. Man kann nicht Falschgeld ausgeben, ohne unter die Räuber zu fallen. Trichet hat Falschgeld ausgegeben und heute habe ich also im Deutschlandfunk gehört, Trichet hat jetzt gegenüber der drohenden Bankenpleite, das ist eben auch hier EU bereitet sich auf Insolvenz Athens vor, schreibt die Süddeutsche Zeitung heute, Freitag, 7. Oktober auf der Titelseite. Trichet hat sich also gegenüber diesem Thema der Euro-Pleite-Drohung heute nochmal ausgesprochen, kurz sozusagen als seine letzte Staatsaktion. Er wird unbegrenzt Geld ausgeben. Er wird unbegrenzt Kredite ausreichen an europäische Pleitestaaten, wenn sie anderswo keine Kredite mehr bekommen. Er wird unbegrenzt Luftpapiere ankaufen, also Staatsanleihen. Wenn Griechenland Papiere ausgibt, die nicht wert sind, Trichet mit der Euro-Zentralbank hat versprochen, die zu kaufen. Das ist meine Nachricht von heute. Die muss ich auch nicht im Einzelnen überprüfen in Zeit. Ich habe heute die TAZ, die Süddeutsche Zeitung und wie immer die Frankfurter Allgemeine Zeitung und möchte das kurz der Reihe nach durchgehen, was sie also zu sagen haben. Die Nachricht, der Apple-Chef Steve Jobs ist gestorben, die ist nun ja von vorgestern, die Zeitungen konnten das nicht schneller bringen. Da möchte ich nur erinnern, meine lieben Lichtgeschwindigkeitsbenutzer, bitte seien Sie so fair und schauen Sie, ich habe gestern den Kommentar auf Steve Jobs abgefasst, der entsprach nicht dem Gesamtjubel, dass sozusagen ein Messias gestorben sei, sondern ich möchte jetzt nochmal auf einen Satz zusammenfassen. Und deshalb habe ich heute auch diese Zeitung und die TAZ besonders, weil in diesen Zeitungen, in der TAZ, Arno der mir doch seit 30 Jahren schon vertraut ist, also Artikel geschrieben haben, die den Steve Jobs auch wirklich relativieren
und tiefer hängen. Da ist nichts mit großem Genie, ja, das ist ein Karriereritter gewesen. Und wer sich mit dem Design Freude gemacht hat im Leben, kann ja sich freuen, aber viel mehr ist es im Grunde genommen nicht. Steve Jobs, der nämlich die Banalphilosophie ausgegeben hat, höre nicht auf die anderen, höre auf deine innere Stimme. Etwas Bescheuerteres in der modernen Zeit kann man sich überhaupt nicht vorstellen, etwas Ungebildeteres auch nicht. Natürlich muss man permanent auf die anderen hören, das heißt nicht machen, was sie tun, sondern man muss sozial, also interaktiv, sich auf die Mitmenschen, auf die Mitbürger, auf die Partner, auf die Hintergründe, auf die Zusammenhänge, sich ständig einlassen und beziehen, ansonsten rennt man gegen eine Mauer. Der Steve Jobs, der meint, er müsse nur auf seine innere Stimme hören, der hat im Grunde genommen bildungsmäßig große Probleme gehabt, dass man Geld verdienen kann, ohne Ahnung zu haben, das kann man daran sehen. Also ich möchte ihn jetzt nochmal richtig in die Tonne treten, denn ich habe das gestern schon gezeigt und sowohl in der Taz wie in der Süddeutschen Zeitung wird also Steve Jobs entsprechend gewürdigt, also relativiert, was ich äußerst nötig finde. Und dann soll sich jeder an seine Nase fassen und sagen, wie weit kann er das denn selber überhaupt beurteilen? Ja, wenn uns einer als Nobelpreisträger ausgegeben wird, ist er dann toll oder ist er im Grunde genommen nur eine Werbenummer? So, dann haben wir also auf der Titelseite der Süddeutschen Zeitung hier, die EU bereitet sich auf Insolvenz Athens vor. Das bedeutet, dass Kreditdienstleistungen, zu denen Griechenland verpflichtet ist, ausfallen werden, sodass dann ein Dominoeffekt der ausfallenden Kreditbedienungen, Banken und so weiter zum Kippen bringen, was im Grunde niemand weiß, wie viel die alle sozusagen schlechte Papiere gebunkert haben, in welcher Weise und in welche Richtung dann die schwächsten Stellen sind und so weiter. Jedenfalls hat also Frau Merkel gestern und aber Herr Trichet, der scheidende EZB-Bankpräsident, gesagt, wir bürgen grenzenlos. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, denn sie können nicht grenzenlos bürgen, weil sie gar nicht grenzenlos Kraft haben. So, das auf dem Rücken der Bürger, die im Grunde genommen mit der Piratenpartei sagen, ja, man kann ja sowieso nicht alles beurteilen, wir sind ja Kinder, das alles ist wirklich äußerst unverantwortlich und in dieser unverantwortlichen Politik steht jetzt hier und für Deutschland unsere Bundeskanzlerin Merkel. 10 Jahre Afghanistan-Krieg ist ein willkürliches Jubiläum. Ich weiß nicht, was das soll. Die Tatsache, dass der Afghanistan-Krieg nicht das ist, als dass er uns ständig erklärt wird und nun auch immer noch ständig wieder neue Afghanistan-Krieg-Designer ans Werk müssen. Also da muss ich sagen, was der de Maizière, der Kriegsminister, heute gesagt hat, es muss sozusagen ein Augenmaß-Abzugsaktion werden. Da muss ich ihm ganz pragmatisch recht geben, das stimmt, nur hätte man da gar nicht hinkommen dürfen. So, dann habe ich auf der Taz heute auch vorne den Frauennobelpreisträger für Literatur, da komme ich gleich noch dazu. Und wo bleibt die Öffnung für die Lyrik? Ich lache mich kaputt. Massenprotest gegen Macht der Wall Street, das ist mir eine Nichtgeschwindigkeit wert. Hier geht es um People Movement. Hier geht es um ein echtes Movement und die Frage, ob das jetzt unterwandert wird und wer alles Interessen an einem Movement anwendet, also wer sozusagen, wenn die Notleidenden auf der Straße demonstrieren, sich dann schnell mit der roten Parteifahne davor stellt, das spielt im Moment keine Rolle. Das Movement geht von der Betroffenheit der Gesellschaft aus und das gibt es nur in einer freien Gesellschaft. Also, wie frei die amerikanische Gesellschaft ist, werden wir jetzt sehen. Ist sie so frei wie in Gaddafi-Land? Ist sie so frei wie unter Assad-Land? Oder ist sie frei wie in Israel? Oder ist sie frei wie in den USA? Und dann können wir die Unterschiede sehen. Wir werden das demnächst in Deutschland mit Demonstrationen erleben, da habe ich überhaupt gar keine Zweifel dran. Und dann habe ich die Frankfurter Allgemeine Zeitung, sie macht auch in Steve Jobs. Bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat offensichtlich niemand kapiert, dass Steve Jobs ein Schaumschläger war. Aber das ist ja auch nicht so entscheidend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist letztlich auch nur eine Stimme unter vielen. Dann steht hier, Schuld ist immer der andere nach dem Ende von Rot-Grün in Berlin. Das ist auch nicht mehr staatstragend, weil tatsächlich die Entscheidung der Mehrheiten unser demokratisches Prinzip ist.
Also, es finden sich Parteien, die eine Mehrheit bilden. Das ist in diesem Falle in Berlin dann die Große Koalition. Und dagegen kann niemand etwas haben, weder legal, also rechtlich, noch hinsichtlich der Legitimität, also sozusagen dem Anstands- und Gerechtigkeitsgefühl. Ja? Ist es billig, dass die Große Koalition in Berlin gebildet wird? Na, selbstverständlich. Das ist das Prinzip unserer repräsentativen demokratischen Demokratie. De Maizière fordert Geduld in Afghanistan und das ist genau richtig, eine Abstimmung mit Partnern, bremst Rückzug, Unklarheit über Amerikas Pläne. Das sind alles Fakten, hier muss ich sagen, De Maizière, auch wenn er in der harten realitätsfernen CDU, FDP, CSU-Regierung Minister ist, De Maizière hier immerhin doch sich noch als sozusagen Ingenieur der Politik benimmt, er guckt auf die positiven Tatsachen und die verleugnet er nicht. Hier ist dann auch nochmal der Literaturfrauenpreis und die EZB beschließt die Nothilfen für Banken, das ist der Trichet. Der Trichet hat den Verstand verloren, das ist die Nachricht von heute und viel mehr möchte ich hier in der Kürze der Zeit nicht bringen. Wir haben also hier Riesengeschichten über Steve Jobs und Riesengeschichten über Literatur und so. Die entscheidende Geschichte ist doch, dass wir in der IT-Revolution sind. Und wo ist die Literatur der IT-Revolution? Darauf kommt es an. Und hier erstmal schönen Dank, Lichtgeschwindigkeit, Aufruf in der Kürze. Adieu.